Ich hoffe, ihr habt wieder was zum Knabbern dabei, ihr Hurensöhne. Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge beim Kampagnenspezial mit den Tyranniden. Jedem, wenn es jemandem aufgefallen ist oder wenn es jemandem auffällt, es gibt eine Mission weniger. Deshalb ist jetzt schon die letzte Folge. Also, im Spiel gibt's nur eine Mission weniger, warum auch immer. So, ein letztes Mal das Intro genießen. Mit der epischen Musik. Ich gehe rechts oben auf die Kampagne. Und dann rechts unten wähle ich meine Kampagne aus. Der Schwarmlord. Und dann sehen wir uns gleich auf der Galaxiskarte wieder. So, herzlich willkommen zurück auf der Galaxiskarte. Die Mission, von der ich vorhin gesprochen habe, ist die hier links unten. Hier sollten eigentlich zwei sein. So wie hier. Oder hier oben. Oder hier rechts oben. Aber hier unten links ist nur eine. Ich habe das mal verglichen mit meinen anderen Videos. Bei allen anderen sind am Ende des 14. Videos alle fertig. Also auch die zwei, die hier eigentlich sind. Ich sehe jetzt hier aber gerade nur eine. Und es gibt auch keine Möglichkeit, was ich jetzt machen kann. Das heißt, es gibt einfach eine weniger. Die ist ja nicht da. Da kann ich nichts für. So. Also es ist kein Spielfehler. Es ist schon mit Absicht so. Sonst wäre da jetzt ein grüner Punkt. Das muss ich ja nicht erklären. Ich starte also die letzte Mission und wünsche allen viel Spaß dabei. Auf geht's zur letzten Mission. Ich lese vor, was rechts in roter Stift steht. Viele der Chaoskrieger und Dämonen haben sich Korn verschworen. Rechnen Sie mit Nahkämpfen und Einsätzen schwerer Fahrzeuge. Dieser Kampf wird über das Schicksal des gesamten Sektors entscheiden. Halten Sie sich nicht zurück. Wenn Kyras überlebt, wird er siegreich sein.
So, ich starte die Mission. Jetzt fragt er mich, ob ich wirklich starten will. Das will ich. Weil es die letzte Mission ist, fragt er mich das. Gabriel Angelos hat die Blood Ravens durch zahlreiche Feldzüge geleitet, darunter auch die Befreiung von Tartarus und gegen Eldar, Orks und Chaos Space Marines gekämpft. Obwohl er dem Imperium der Menschheit zu siegen verholfen hat, befreite er versehentlich einen Dämon aus seinem Gefängnis im Maledictum. Ein Fehler, mit dem Angelos schon lange zu kämpfen hat. Die Machenschaften des mysteriösen Dämons und Gabriels Bemühungen, sie zu bekämpfen, haben im ganzen Subsektor Wellen geschlagen und letztlich alle Völker und Lebewesen dort bedroht, sodass nun jeder aus eigenen Motiven handelt. Doch nun nähert sich diese Verkettung von Ereignissen ihrem Ende. Der Tod von Planeten ist mir nicht fremd. Cyrene war meine Heimat. Doch als die Not offenbar wurde, zögerte ich nicht, die Inquisition zu kontaktieren. Durch meine Hand brannte Cyrene nieder. Cyrenes Geheimnisse leben nun ausschließlich in mir weiter. Und sie werden mit mir sterben. Ob ich nun siegreich bin oder erschlagen werde, meine Sünden werden Vergeltung erfahren. Dies ist das letzte Testament von Gabriel Angelos, Captain der 3. Kompanie der Blood Ravens. Retter von Tartarus, Verderben der Black Legion, Diener des Imperators. Primäres Ziel: Greifen Sie die Streitkräfte an, die Kyras verteidigen. Links unten sieht man auch die Karte und am Ende dieser Karte gibt es keinen Ausweg mehr. Es ist eine Sackgasse und dort wird Kyras auf uns warten, auf mich warten. Denn ihr habt euch das Spiel ja noch nicht gekauft. Anforderungspunkt wird gesichert. So, ich nehme jetzt erstmal den Anforderungspunkt ein. Ressourcenpunkt erobert. Wähle dann meinen Schwarm aus und kümmere mich mal um die ersten Feinde. Welche Chaos-Heretiker sind, also leicht bewaffnete Infanterie. Die manchmal mit ihren Granatwerfer mich verlangsamen können. Nehmt dieses Nest ein und zerstört die Kisten. So, leichte Einheiten, nee, mittelschwere Einheiten, normale Einheiten. Ressourcenpunkt erobert. Setz verwüsten eine Tyrannenwache und schmeiß alle weg. Und konzentriert euch zuerst auf das schwer gepanzerte Fahrzeug. Damit ich das nicht mehr als Problem habe. Ich finde es auch nicht gut, dass das schwer gepanzerte Fahrzeug, also der Cybot, meine Tyranniden wegstößt. Ich befehle jetzt meiner Kriegerbrut mal hier unten noch den Energiepunkt einzunehmen. Ressourcenpunkt erobert. Und natürlich den Zerschmetterer dort. Also hier.
Tyrannidenkrieger verloren. So, meine Kriegerwache ist ziemlich geschwächt, sehe ich gerade. So, das ist der erste Abschnitt auf der Minikarte links unten. Sehe ich das richtig? Meine Klauen sind wie Klingen. So, Kriegerbrot, ihr greift mal da oben die an, die uns ins Kreuzfeuer nehmen. Flankieren. Tut mir leid. So, ich sehe hier wieder schwere Infanterie, also Dämonen mit Schwertern. So, ich befehle mal meinem Panzer, also meiner Tyrannenwache, sich zu heilen mit Schildwand, mit der Fähigkeit. Ich muss sie auch gleich wieder deaktivieren, weil er sich dann nicht mehr bewegen kann sonst. Also ich muss kurz einen Moment warten, wie man hier rechts unten sehen kann. Es ist wie eine Uhr, die abläuft. Und dann klicke ich einmal da drauf. Nämlich jetzt. Und jetzt kann er sich auch wieder bewegen. Die vielen Dekaden waren mir eine Ehre, Gabriel. Empfehlen Sie meine Dienste dem Imperator. Der Imperator schütze Sie, Skriptor. Ich gehe nun, Ihren Orden zu erlösen. Und so sind die Wege der Dämonen. Sie belügen, leiten uns fehl. Sie zu vernichten ist der einzige Weg, ihren Einflüssen zu entgehen. Jetzt neues primäres Ziel, brechen Sie durch die Truppen, die Kyras verteidigen. Nehmt jetzt erstmal den Energiepunkt ein, oder... Venator hält außer Gefecht. Kümmert euch jetzt erstmal um die vielen kleineren Einheiten und nicht um die Cybots. Die da hinten stehen, stürme ich besonders. Kriegerbrot bombardiert immer. So, Schwarmlot, nimm mal bitte das große Schwarmnest ein. Damit ich noch mehr Tyranniden gebären kann.
Ressourcenpunkt erobert. So. Jetzt kann ich Termaganten gebären. Das ist nicht möglich. Einmal nur, leider. Termagant verloren. So, und das Schwarmunterbewusstsein sagt mir, dass ich den Cyber zerstören soll. Termaganten, ihr nehmt mal diesen Energiepunkt ein. Verlangsamt den Ziertrupp. Dieser kann für eine kurze Dauer nicht kriechen. Ist die Spezialfähigkeit, die ich gerade vorgelesen habe. Die steht rechts unter dem kleinen grauen Kästchen. Ressourcenpunkt erobert. Nehmt hier oben den Anforderungspunkt ein. Sofort. Ressourcenpunkt erobert. Und dann hier unten den Anforderungspunkt noch. Wird gesichert. Primäres Ziel. Zerstören Sie die Opfertürme. Anforderungspunkt wird gesichert. Ich vermute, diese Türme sorgen dafür, dass Kyras unantastbar ist. Genos, hinter uns! Das hat mir zumindest Ressourcenpunkt erobert. Gehirn gerade gesagt. So, zerfetzt die hier noch rumlaufen. Sie sollen ihre Schädel bekommen, aber in anderer Form, als sie sich es wünschen. Venator verloren. So, Kriegerbrut, konzentriert euch auf die Chaos Space Marines, die ganz hinten stehen. Jetzt konzentriert euch alle auf die Chaos Space Marines, die ganz hinten stehen. Und dann könnt ihr euch in Ruhe auf den Cyborg hier konzentrieren. Setzt Verkrüppelungsgift ein, Termaganten. Ach, das funktioniert nicht auf Cyborg, sehe ich gerade. Weil da ist ja ein graues Kreis mit rotem X drin, da wo meine Maus gerade ist. Ich breche das ab und gehe jetzt normal weiter. Hier nimmt noch den Energiepunkt ein und zerstört die paar Kisten. Der Panzer heilt sich so lange mit Schildwand.
Morgant verloren. Ressourcenpunkt erobert. So, deaktivier dein Schild wieder, Panzer. Und jetzt holt euch den ersten Turm. Mit Gewalt, wenn es sein muss. Angriff, 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 bis er zerstört ist und ich es auch sehe. So, jetzt links unten steht es auch nochmal hinter dem goldenen Stern. Ich soll jetzt den zweiten Schädelturm vernichten. Zuerst werde ich aber noch meine Anforderungspunkte erhöhen und... So, ich sehe, wie die Mauer fällt. Hier sind Termaganten. Ich sehe auch, wie Gabriel Angelus gefallen ist. Die Termaganten schicke ich jetzt erstmal ganz kurz in den Tod, damit ich noch mehr freie Punkte habe und mir noch ein paar Kriegerbrut gönnen kann. So, und hier nehmt oben das Schwarmnest ein, sofort. Und im anderen Schwarmnest hole ich mir eine Kriegerbrut. Und mehr kann ich erstmal nicht. Termagant verloren. Ressourcenpunkt erobert. So, ich denke, jetzt kann ich mir noch eine Kriegerbrut leisten. Und das mache ich jetzt auch sofort. Die müsste gleich erscheinen. Okay, sie ist da. Das heißt, ein bisschen zusätzliche Feuerkraft ist nicht schlecht, ist schon gut. Das sind sogenannte Panzer Chaos Predators. Das ist die sogenannte Kriegerbrut. Venator hält außer Gefecht.
So, Kriegerbrut, konzentriert euer schönes Feuer auf den Cyborg. Und alle anderen nehmen den Versorgungspunkt ein. Jetzt treten wir den Chaos. Siegziel gesichert. Mal Anforderungspunkt wird gesichert. Mit dieser kleinen Übermacht. Aus kleinen Artillerieschützen. Ich sehe hier gerade einen kleinen Überfall von Dämonen. Anforderungspunkt wird gesichert. Hier oben ist noch eine Kiste. Anforderungspunkt wird gesichert. Anforderungspunkt ein. Alle anderen bombardieren mal hier oben die Infanterieeinheit. Ressourcenpunkt erobert. Ressourcenpunkt erobert. Ich sehe, das ist Turm Nummer 2. Ich denke, ich muss jetzt den letzten Schädelturm zerstören. Und ich sehe, wie ich von Kyras gerade bombardiert werde. Verloren. Greift den Turm an. Ressourcenpunkt erobert. So, nehmt dieses große Nest ein. Und dann nochmal hier runter. Ressourcenpunkt erobert wird gesichert. So, ich nehme noch eine Kriegerbrut direkt und vielleicht noch eine, wenn es reicht. Kriegertrupp neu entstanden. Anforderungspunkt wird gesichert.
Ressourcenpunkt erobert. So bricht das Tyranniden-Zeitalter an. Venator hält außer Gefecht. Chaos wehrt sich gegen Tyranniden. Ein seltener Anblick. Beziehungsweise ist Chaos versucht, die Stellung zu halten, sehe ich. Doch die Kriegerbrut verpestet alles mit ihren Sporenwerfern. Überall grünes Gift, grüner Rauch, grüner Nebel. Ressourcenpunkt erobert. Sie sind rechts von uns. Setzt Schildwand ein, Tyrannenwache. Sofort. Alle anderen, die Kriegerbrut bombardiert den Panzer. Jetzt. Nehmen noch diesen Versorgungspunkt ein. Siegziel gesichert. Venator verloren. Bombardiert erstmal die Gebäude, die sich hinten befinden. Tyrannenwache, du kannst wieder aus deiner Starre rauskommen und mitkämpfen. Sofort, unverzüglich. Und ich denke, das ist der letzte Turm. Ich muss ihn jetzt nur noch angreifen. Ich wähle also alle Tyranniden aus und befehle Angriff. Ich denke, ich werde wieder bombardiert. Und ich habe gerade gesehen, was das ist. Er nimmt Lava und Gestein und hat es einfach hochgeworfen.
bombardiert uns damit. Der ist ja nicht gerade klein, der Kerle. So, und ich nehme meine Tyranniden und ziehe weiter. Ich denke, ich sollte gleich bei Kyras sein. Jetzt nimmt erstmal noch dieses große Nest ein. Ich wähle meine Kriegerbrut an und gehe mal rechts unten hier auf die Biozidkanone. Wird verbessert. Ressourcenpunkt erobert. So, rechts unten und dann gehe ich mal auf die nächste Kriegerbrut. Einheiten ideologische Verbesserung unterwegs. Ja. Also ich habe jetzt allen mal eine neue Kanone gekauft, so. Also die hier sind. Ich denke, er ist sauer, es sieht so aus. Aber er wird ja auch brennen für seine Vergehen. Tyranidenkrieger verloren. So, ich kaufe mal wieder eine Kriegerbrut. Dieser Befehl kann nicht ausgeführt werden. Hier kann nur eine. Kriegertrupp neu entstanden. So. Die neue Kanone, den kaufe ich auch wieder eine neue Kanone. So, jetzt lasse ich die alle mal aus Kyras schießen, um zu gucken, was passiert. Der scheint aber nicht viel Schaden zu nehmen. Oder nur mäßig. So, ich lasse mal meine Tyrannenwache in den Schildmodus versetzen, wo sie sich heilt. So, meine Kriegerbrut darf jetzt wieder die Türme zerstören. Und dann weiter auf Kyras gehen. Zurückziehen und da kommen wieder neue Gegner, die mir zu nahe kommen, schieße ich natürlich zuerst nieder und dann die meinen Chef, meinen Schwarmlord bedrängen, tötet diese. Geht mal aus dem Feuerbereich. So, jetzt dürft ihr ein bisschen auf Kyras abspritzen.
Wir kommen wieder Zerschmetterer unten an. Aber die werde ich auch gleich, wie es der Name schon sagt. Tyrannidenkrieger verloren. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Neue Tyrannenwache nachbestellen. Und natürlich in der Nähe des Schwarmlords bleiben, damit ich mich heile. Kriegertrupp neu entstanden. So, die neu entstanden sind, den hole ich natürlich auch wieder. Biologische Verbesserung unterwegs. Ach, wer liegt denn hier? Ah, hier sind wieder Zerschmetterer. Verbesserung abgeschlossen. So. Wenn die Zerschmetterer haben, müssen sie sich wieder auf die Schreine konzentrieren. Weil solange die hier stehen, kann ich Kyras keinen Schaden machen. Sieht man auch oben. Also oben sehe ich das. Eine schwarze Leiste hier. Und da sind jetzt gerade noch zwei. Und jetzt müsste es sich ändern. Jetzt sind noch drei. Einer. Ich denke, da Dämonen als schwere Infanterie zählen, richte ich mit meinen Kanonen an denen guten Schaden an. Normalerweise würde ich nicht so viel Schaden an normale Infanterie anrichten mit diesen schweren Biozidkanonen, die die jetzt hier haben. Aber so ist es recht easy going. Wieder zwei Zerschmetterer, die sind sowieso anfällig für Panzerabwehrwaffen. Venator hält außer Gefecht. Konzentriere ich auf den Schwein in der Mitte, dann den rechten, dann den linken. So, ich kaufe direkt wieder eine Kriegerbrut nach, zweimal. Kriegertrupp neu entstanden. Jetzt fährt der Schwarm. So, rechts unten hier. Das muss ich jetzt, da muss ich jetzt drauf drücken. Spezialfähigkeit setze ich jetzt gerade ein. Mal gucken, was passiert. Der Schwarm ist bereit, das Schlachtfeld zu tyrannoformieren. Das hätte ich jetzt auch nicht besser sagen können. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Danke, seltsame Lady mit der Roboterstimme. Der
Schwarm hat gesiegt. Ja. Ah, wir haben gesiegt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns. Tschüss. Oh, und Stufe 9 erreicht. Bericht 893879 von diesem Lunarzirkel. Die letzten Übertragungen vom Subsektor Aurelia von vor 43,6 Jahren. Per Befehl der Heiligen Inquisition wird der Subsektor zum Exterminatus verurteilt. Schwarmflotte taucht von allen Seiten auf. Exterminatusflotte vertrieben. Verteidigung versucht, aber imperiale Streitkräfte bereits zerschlagen. Verluste der imperialen Armee erreichen 94%. Rückzug befohlen. Überlebende, loyale Bloodravens, keine. Sie verweigerten Rückzug.
Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns. Tschüss.